Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier bei Vollnormal TV. Es geht um meinen Song Augenblick. Worum geht's da? Ich denke, jeder hat das schon erlebt. Es gibt Zeiten im Leben, wo man in Erwartungen ist, wo man Angst hat oder auch wenn man in Hoffnung ist, die ziehen sich wie Gummi. Das sind Minuten, Sekunden, die kommen einem vor wie Stunden. Und ich hoffe, das kennt auch jeder. Es gibt auch Zeiten und Momente im Leben, die ja so voll von Leben, voll Liebe, voll Freude sind, dass man denkt, dass man im Innern auseinandergerissen wird vor Glück. Und diese kommen einem oftmals vor, als wäre das nur ein kurzer Augenblick. Und mir geht es in dem Song darum, dass wir auch hier viel mehr die Wahl haben, als uns meistens bewusst ist, wie wir unser Leben empfinden. Als eine lange Aneinanderreihung von Leid ohne Ende. Oder vielleicht als ein kurzes Leben, aber ein schönes Leben. Und das hat meines Erachtens sehr viel mit der inneren Geisteshaltung zu tun. Ich will das nur einem mit auf den Weg geben und ich kann sagen, in meinem Leben es funktioniert. Nicht immer, ja, also da gibt es natürlich auch Hochs und Tiefs. Und es ist auch nichts, wenn ich davon rede, was man jetzt von einem Moment auf den anderen umstellen kann. Es ist wie sprechen lernen, gehen lernen, etwas, das man üben kann und üben muss, damit es auch funktioniert. Bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, das klappt mit dem Singen, sehen wir gleich. Und diese Geisteshaltung, die hat mit ein paar Sachen zu tun. Zum einen, dass man sich dazu entscheidet, sein Leben nicht von alten Mustern leiten zu lassen. Also wenn man irgendwann in der Vergangenheit verletzt wurde, hat man diese und diese Verhaltensweise entwickelt und da fällt man dann immer wieder rein. So, das heißt, ich lasse es zu, dass die Angst, die ich in mir habe, dass ich wieder so etwas erlebe, die Führung in meinem Leben übernimmt. Wer das macht, herzlich willkommen in der Endlosschleife, wo er immer wieder dasselbe erlebt und dann denkt, ach du Scheiße. So, wie kommt man da raus? Mit einer Geisteshaltung, die auf der einen Seite mit Selbstvertrauen zu tun hat. Ich glaube, jeder von uns hat doch schon richtig Scheiße erlebt. Und wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, jeder ist anscheinend der Meinung, dass die Scheiße, die er erlebt hat, die am meisten stinkt von allen. So, wenn das so ist, und ihr gehört zu denjenigen, die diesen Mist überlebt habt, dass es euch nicht komplett zerbrochen habt, dass er euch umgebracht hat oder sonst was, dann seid euch doch mal eurer Stärke bewusst, was ihr eigentlich alles könnt und seid euch bewusst, selbst wenn eine solche Situation wiederkommt, lasst ihr nicht zu, dass sie euch nochmal so runterzieht, wie es vorher war. Es hat auch mit Liebe zu tun, sich selbst gegenüber und auch dem, was einem im Leben passiert, dass ich mich dazu entscheide, dass ich das Leben eben nicht wahrnehme als, oh, von einem Mist in den nächsten, sondern dass ich das, was passiert, als eine Möglichkeit sehe, wo ich daraus lernen kann, auch wenn es da mal weh tut. Ich muss dann nicht in den Abgrund fallen für die nächsten 5 Jahre, sondern es ist eine Möglichkeit, wo ich daraus lernen kann, wo ich wachsen kann. Es hat auch mit Vergeben zu tun, denen, die einem mal Leid zugefügt haben und auch sich selbst, wenn man der Meinung ist, habe falsche Entscheidungen getroffen oder mach's auch jetzt noch, dann lasst es sein. Dann vergebt euch. Lasst das, was geschehen ist, da, wo es hingehört, in der Vergangenheit. Ihr habt jeden Moment die Möglichkeit, euch anders zu entscheiden, zumindest die Sachen anders zu sehen und den Eindruck, den es auf eure Seele macht, in der Hand zu haben. Und es hat auch mit Mut zu tun. Und Mut bedeutet nicht, dass man überhaupt gar keine Angst hat. Mut bedeutet, dass einem etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Und dazu kann man sich entscheiden, wenn man es möchte. Wie gesagt, es ist nicht von einem Moment auf den anderen geht, sondern man kann das lernen, Stück für Stück,
Und mit der inneren Geisteshaltung, die ich habe, bestimme ich letztendlich, wie ich mein Leben empfinde. Nicht mit dem, was mir passiert, sondern mit dem, wie ich dazu stehe, wie es passiert. Das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, was ja, jeder draus macht, muss jeder selbst wissen. So, Augenblick. Qual ob kurzes Glück, das Leben ist, wenn du es willst. Ein einziger Augenblick, jeder kennt's, hat's schon erlebt, wie quälend lang die Zeit vergeht. Bin ich in Hoffnung oder Angst? Stunden dauert's, Sekunden waren's. Das Gegenteil ist doch bekannt. War's Leben schön, ist die Zeit gerannt. Wo sind sie hin, die schönen Stunden? Wie ein Traum sind sie entschwunden. Achtsam in meinem Leben, trau mich auch mal neue Wege. Ohne Furcht und ohne Bange, der Sand der Zeit, er läuft nicht lange. Die Wahl, kurzes Glück oder lange Qual. Qual auf kurzes Glück, das Leben ist, wenn du es willst. Ein einziger Augenblick. Ja. Muss jeder selbst wissen und jeder hat die Wahl in seinem eigenen Leben. Vielen Dank fürs Zuhören
und seid lieb.